Hallo, liebe Tischtennisfreunde. Mein Name ist Henry Hess und heute erzähle ich euch etwas über die Verantwortung des Trainers. Viel Spaß dabei. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, über was ich mein erstes Video machen werde. Und da kam mir immer wieder in den Sinn diesen Vortrag von Jakob Neufeld, dem deutschen Gewichtsheber, bei der Sportlehrung der Stadt Schönau. Wobei er da für mich viel zu stark ins Doping, im Spitzensport eingegangen ist. Was man auch verstehen kann, weil er dort halt diese Expertise hat und viele Fallbeispiele nennen konnte. Und ich habe mir aber weitere Gedanken gemacht, welche Verantwortung eigentlich ein Trainer hat. Und da kam ich als erst drauf, der Trainer hat eine Vorbildfunktion. Man muss sich als Trainer immer vorstellen, es könnten auch seine eigenen Söhne und Töchter sein. Und will man das, was man denen vormacht, dass auch sie es nachmachen. Deshalb heißt es auch als Trainer, man muss das vorleben, was man von seinen Schülern will. Das fängt schon bei banalen Sachen wie der Pünktlichkeit vom Training an. Ich habe es mir mittlerweile angewohnt, dass ich circa 15 Minuten vor Trainingsbeginn da bin. Vor allem ist es auch, ich habe dann länger Zeit, ich kann mich doch mal kurz darauf vorbereiten auf die Trainingsstunde und kann mir schon ein bisschen Material hinrichten. Es hat auch dadurch auch andere Aspekte, die dadurch einen Vorteil bekommen. Zum anderen ist es auch so, man sollte als Trainer manchmal auf Sachen verzichten. Zum Beispiel, ich spiele zurzeit beim Dorfverein und dort, man kennt es ja, Feuchtfröhlich-Vereinsfeste. Und da soll man als Trainer zum Beispiel auch mal auf das zweite oder dritte Bier mal verzichten oder mal auf die Runde Schnaps, solange noch Jugendspieler da sind. Natürlich kann man auch mal ein Bierchen trinken, aber was will man ihnen vorleben? Dass man sich hemmungslos besaufen soll bei solchen Sachen? Nein, wir ziehen junge Sportler und deshalb sollen wir jetzt auch mal vorleben, was wir von ihnen erwarten. Als zweiten Punkt habe ich mir noch vorgestellt, welche Verantwortung wir gegenüber den Spielern haben. Es ist einzig, die Gesundheit und Entwicklung des Spielers steht über allem bei solchen Sachen. Und da muss man auch zum Beispiel den Spieler auch manchmal vor sich selbst schützen. Zum Beispiel, wenn ein Spieler zu argen Ehrgeiz hat, kann es passieren, dass er zum Beispiel auch, wenn er verletzt ist oder mit einer Erkältung ins Training geht. Und vor allem, wenn man mit einer Erkältung ins Training geht, kann es später schädlich sein, vor allem für die Lunge. Oder ihn dann auch mal pausieren lassen, hey, geh du mal nach Hause, kurier dich aus und wir schauen dann nächste Woche weiter und trainieren nächste Woche nochmal, als dass man auf den Spieler zugeht und dabei auch ein bisschen unterstützt. Und was auch noch ein großer Schutzfaktor ist vor allem vor zu ehrgeizigen Eltern. Ich hatte schon mal solche, da habe ich gesagt, hey, du kannst vielleicht aus der Halle gehen. Oder man kann es auch ganz trickreich machen, die zum Beispiel irgendwo zum Supermarkt gehen, den Zehner geben und sagen, ey, könntest du vielleicht ein Eis holen für die Jungs für nach dem Spiel? So kriegt man die raus und der Druck gegenüber Spielern wird dann auch wieder ein bisschen geringer. Ein Beispiel hatte ich mal einen Fall, das war beim Spiel, da hat der Vater seinen Sohn immer wieder fertig gemacht. Das war halt vom Gastteam, da kann ich als Trainer nichts sagen. Aber das hat mich halt dann schon genervt, bis ich dann auch mal irgendwas gesagt habe, weil das geht nicht. Es geht vor allem um den Spaß. Und wenn die Spieler keinen Spaß mehr beim Spiel haben, dann haben wir als Trainer versagt und wir verlieren diese. Und der ist schon ein richtig gutes Talent. Er spielt, ich glaube, der ist jetzt 11 und spielt regelmäßig bei den ganzen Ranglisten vorne mit. Dann habe ich auch noch als dritten Punkt, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Sport. Zum Beispiel dieser Fair-Play-Gedanke im Tischtennis, den vor allem Timo Boll sehr gut auslebt. Den könnten wir auch an die, müssten wir an den Spieler weiterrichten, dass sie zum Beispiel auch wenn der Schiedsrichter es mal nicht sieht, dass ein Kantenball passiert, dass wir ihn darauf hinweisen. Das ist extrem wichtig, vor allem auch auch für die Kameradschaft mit den anderen Teams. Nach dem Spiel sitzt man meist dann nochmal um die Ecke in der Kneipe und erhält sich, trinkt was, isst vielleicht noch was, wenn noch Zeit ist. Und plaudert ein bisschen. Und das steigert auch den Wert und den Namen deines Teams, wenn man erkennt, dass dieser Spieler sehr fair mit allen anderen gut geht. Und auch gegen die Schiedsrichter. Beispiel, ich bin auch selber Verbandsschiedsrichter und ich habe gemerkt, bei solchen Spielern,
die auch sowas mal zugeben und ich mal sowas korrigieren, und es dann immer strittige Situationen gibt und glaubt man ein bisschen mehr dem Spieler als dem anderen. Das hat auch seine guten Seiten. Und vor allem, was wir den Schülern beibringen sollen, sind zum Beispiel solche paar Grundregeln Tischtennis. Zum Beispiel den Aufschlag oder die Zählfähigkeit, wie man zählt, das Doppel. Da habe ich schon in jungen Jahren meinen Schülern beigebracht, wie man zum Beispiel im Doppel wechselt oder wie auch gezählt wird. Vor allem ist es wichtig, vor allem wenn es bei Turnieren sind und da kein Schiedsrichter am Tisch ist und es dann dort Probleme gibt, ist es immer schwer nachzuvollziehen. Und vor allem gibt es dann die Diskussion mit dem anderen Trainer oder mit den anderen Spielern, mit dem Oberschiedsrichter. Und dort muss man dann auch wirklich draufdrücken. Was man zum Beispiel machen kann, was ich mache, wir haben halt eine Gemeindehalle und dort kommen dann immer wieder solche Feste, wo halt die Halle gesperrt ist. Wieso nutzen wir nicht Zeit, bevor das Training ausfällt? Macht einfach mal einen Regelabend, wo man einfach diese Grundregeln beibringt. Natürlich brauchen Schüler nicht zu wissen, wie viel Quadratzentimeter weiß auf dem Trikot sein darf. Was er wissen soll, dass er kein weißes T-Shirt beim Turnier anziehen soll. Das sind halt so grundlegende Dinge, die für mich auch wichtig sind, der Verantwortung des Trainers. Und ich hoffe, ihr seht das auch so. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Punkte, die auch für euch die Verantwortung des Trainers widerspiegeln. Ja, und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich werde in Zukunft öfters ein paar Videos hochladen. Bis dann.